Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es mal keinen Live-Commentary, wie ihr sehen könnt, sondern ein richtig freshes Gameplay mit der BRM im Hintergrund. Und zwar habe ich hier auf der Map Infection eine 3-Minuten-Nuklear rausgehauen und dann glaube ich auch noch einen 40er Gunstreak aufgebaut. Ich werde euch das Klassen-Setup jetzt mal hier verlinken. Irgendwie finde ich die so ein bisschen wie die Elsat aus BO2 und die ging ja schon ordentlich ab. Und meiner Meinung nach würde ich behaupten, dass die so ein bisschen stärker noch als die Elsat sogar ist. Die Nuklear ging auf jeden Fall schon relativ schnell und das Gameplay war irgendwie mega nice. Auch wenn es jetzt, ich glaube, ich habe die Nuklear sogar noch in der ersten Halbzeit gespielt. Worum es heute eigentlich geht ist, und zwar spielt ja heute Deutschland gegen Italien. Und Deutschland hat ja in den letzten Jahren immer so ein bisschen gestruggelt und haben gegen Italien immer verloren. Bei der WM 2006, ich glaube bei der WM 2010 war es auch so. Und heute sollte es ja mal anders werden und Deutschland sollte ja heute einfach mal endlich gewinnen und den Bann brechen. Da habe ich mir gedacht, dass wir den Hype noch ein bisschen größer werden lassen und so ein kleines Tippspiel starten. Und zwar alles, was ihr dafür machen müsst, ist, ihr schreibt einfach euren Ergebnistipp in die Kommentare, dann gebt ihr dem Video einen Daumen nach oben und ihr teilt das Video mit euren Freunden, dass dann halt einfach mehr Leute mitmachen können und so viele wie möglich mitmachen können und wir einfach ein cooles Tippspiel machen können. Und falls Deutschland ja weiterkommt ins Halbfinale, dann werden wir das auf jeden Fall auch im Halbfinale nochmal machen, so ein Tippspiel, und dann vielleicht mit einem anderen gewinnen. Und heute könnt ihr auf jeden Fall eine 10 Euro Paysafecard gewinnen. Und ja, falls irgendwie, sag ich mal, 5 Leute von euch das gleiche Ergebnis getippt haben und ich sag mal, Deutschland gewinnt 2-0 und ihr sagt, okay, Deutschland hat 2-0 gewonnen und 5 Leute von euch haben das Ergebnis getippt, dann werde ich so einen Zufallsgenerator auspacken und der wird dann halt einen von den 5 auswählen und derjenige bekommt dann die 10 Euro Paysafecard von mir per Steam oder je nachdem, wo ihr Bock habt, geschickt. Und dann können wir auch noch ein bisschen labern. Zu den Regeln ist es so, ich sag mal, bei mir gibt es jetzt heute mal keinen Unentschieden, weil es muss ja eine Mannschaft weiterkommen und es muss eine Mannschaft gewinnen. Und sagen wir jetzt einfach mal, ihr denkt, okay, die spielen 1-1, dann gibt es Verlängerung oder vielleicht auch Elfmeterschießen. Und nach dem Elfmeterschießen gewinnt ja eine Mannschaft. Und sagen wir jetzt mal, Deutschland gewinnt im Elfmeterschießen, dann würde es ja in dem Sinne dann 2-1 für Deutschland stehen. Also tippt ihr einfach so, dass halt eine Mannschaft gewinnt, sag ich mal 2-1, und das gilt dann auch für nach Elfmeterschießen. Dass dann auf jeden Fall auch einer gewinnt von euch. Außer in Deutschland gewinnt jetzt irgendwie 8-0 oder so, wie damals gegen Saudi-Arabien in der WM 2006 oder so. Oder halt Brasilien 7-1, ne? Man weiß es natürlich nicht. Jetzt Deutschland packt heute auf einmal so die Killstreak aus und macht da so ein 7-0 gegen Italien oder sowas. Und hier sind wir schon auf Brutal, Alter. Ich wundere mich gerade echt, wie schnell dieses Gameplay ist. Und ja, den haben wir noch richtig schön weggeholt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich auch gestorben bin. Das werden wir auf jeden Fall jetzt gleich mal sehen und sollte jetzt auch gleich schon Halbzeit, glaube ich, sein. Und ja, werden wir jetzt einfach nochmal ein bisschen das Gameplay genießen. Morgen werde ich dann auf jeden Fall ein Video machen zu, ja, da wo ich dann halt eure Klassen spielen werde. Beziehungsweise das Klassen-Setup, was die meisten Likes bekommen hat. Und falls ihr das noch nicht abgecheckt habt, dann guckt auf jeden Fall nochmal das letzte Video an und stimmt für die Klasse ab, die ihr gerne sehen wollt. Und ja. Jetzt haben wir hier noch die VMP ausgepackt, weil ich glaube ich keine Munition mehr hatte und habe ich jetzt ein Kill habe ich dann noch mit der VMP gemacht und jetzt ist glaube ich die erste Halbzeit auch schon vorbei. Leider musste ich das Video ja im Kinomodus aufnehmen, weil mein Shadowplay nur die letzten 2 Minuten aufgenommen hat und ich da ja dann nicht jetzt die letzten 2 Minuten aufnehmen konnte und somit musste ich das jetzt nachkommentieren. Das ist vielleicht auch mal ganz schön, dass man einfach mal ein bisschen labert und ein bisschen was erzählt und ja. Jetzt bin ich echt gespannt, wann ich sterbe, weil wir haben jetzt, glaube ich, ja, 35-0, weil wir sind ja am Anfang einmal gestorben, so ganz bitter. Und die Schwerkraftstacheln sind am Start, die setze ich, glaube ich, jetzt sogar ein, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und bam, ja, ich liebe die Schwerkraftstacheln eigentlich, ich sollte damit öfter mal zocken, die machen schon echt ordentlich Bock. Und hier geht jetzt der Hater, glaube ich, gleich aus. Ich habe vergessen, den einzusetzen, weil ich halt im Gunfight war. Oh, gut, den habe ich jetzt noch geholt. Den habe ich auch geholt. Alles klar, und jetzt guckt oben links auf die Karte, kommt einer da hochgesprungen und ich dachte so, okay, das ist einer, den hole ich jetzt easy weg, weil er jetzt um die Ecke kommt, aber der wartet einfach und dann springt da in dem Moment noch ein zweiter hin und ich glaube, jetzt werde ich sterben, ja. Da ist es auch passiert und in dem Sinne würde ich einfach sagen, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt euren Ergebnistipp in die Kommentare und teilt das Video mit euren Freunden, damit halt ganz viele Leute mitmachen können und wir ein cooles Tippspiel machen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und haut rein.